So Leute, Arcanon, Poros und da ist der Boss auch schon down. Haben jetzt ganz schnell die Folge anfangen müssen, denn wir haben ja auf den Respawn gewartet und unsere Leute waren hier. Ja. Konnten nicht warten. Sehr schön. Jetzt kämpfen wir uns hier den Weg frei. Nehmen jetzt gleich die Quest mit dem Dalaran an, fliegen dann nach Dalaran, nehmen die Quest an für die Arena und fliegen dann zur Arena und machen uns dann auf. Also wird diese Folge quasi sich um die Arena-Quest drehen. Bin ja mal gespannt, wie viel PvP wir machen müssen, bis wir da sind. Ich hoffe auf wenig. Ich rechne mit dem meisten. Ich weiß nicht, ich rechne nicht mit wenig. Noch. Aber Level 76 DK mit 15.000 Leben lässt sich schon sehen. So. Laden wir die anderen beiden aus. Yep. Und fliegen zu... Oh, jetzt habe ich den auch noch gepult. Und fliegen zu unserer nächsten Quest. So, jetzt aber. Quest abgeben. Haben wir zwei Quests jetzt zum Abgeben. Die Brust ist auf jeden Fall nice. Gibt Update, gibt mir 40 Stamina mehr. Das sind 400 Leben mehr. Beziehungsweise durch meinen Effekt, was stackt, noch mehr. Und dann gehen wir hier nach Dalaran. So, die Brust nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr schönes Upgrade. Und dann die Quest auch noch. Nee, kein Bock jetzt, die andere noch anzunehmen. Also, dann das magische Königreich. Ich bin bereit, nach Dalaran teleportiert zu werden. Okay, man hätte doch noch klicken müssen. Aber auf geht's. Wir teleportieren uns. Ich drück da drauf und es passiert nichts. Das ist Absicht. Du hast draufgeklickt auf das Teleportieren nach Dalaran und es passiert nichts. Jetzt. Das hat kurz gebuggt. Okay, dann ist ja alles gut. Alles easy. Ich hab gerade nochmal den Krieger gekillt, der uns vorhin angegriffen hat. Mit meinem Paladin, als ich rausgelaufen bin. Mit dem fliege ich jetzt mal schon Richtung Suldrak. So. Die Quest hier können wir eigentlich direkt dann abgeben. Auch wenn es nicht viel bringt. Ein bisschen was bringt es immer. Quest beenden. So. Achso, du bist schon raus und nimmst die Quest jetzt an, oder? Ja. Nö, ich bin gerade unterwegs. Eine da abzugeben. Hier drin? Da. Ja. Die Folgequest kannst du theoretisch annehmen, brauchst du aber nicht. So. Wir hatten, glaube ich, schon den Homestone schon lange in Dalaran, ne? Nee, ich nicht. Aber ich setze ihn jetzt in Dalaran. Das ist eine gute Idee, danke, dass du es sagst. Du weißt Bescheid. Weißt du Bescheid. Make this in my home. Nice. So, also Dalaran als Home. Und dann einmal in den Brunnen hüpfen. Tschüss. Jetzt in den Tümpel, richtig. Runter in die Kanalisation, um die Quest anzunehmen. Ja. Und dann dürfen wir darüber fliegen. Ich kann sie dir theoretisch auch sharen. Warte. Oder bist du schon runter? Nee, noch nicht, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Ja, dann hier. Oh, da ist schon eine Quest. Ja. Dann musst du runter. Ruf des Champions. Ja. Also dann. Auf nach Suldrak. Ja, auf Mountain und gib ihm. In Suldrak können wir theoretisch. Warte, Flugding nehme ich noch mit. In Suldrak können wir theoretisch dann auch noch ein paar Quests machen. In Suldrak würde ich sagen, machen wir. Keine Ahnung. Mal schauen. Machen wir dann so viele Quests, wie dem einen oder dem, der weniger XP zum nächsten Level abbraucht, fehlen, okay?
Mamasa? Also wahrscheinlich erst nach dem nach der des Champions, ne? Ja, klar. Wo, was geht? Ich wurde gedismounted, was geht? Bist du über Dalaran geflogen? Ich hab irgendein Monument leicht angetouched und wurde gedismounted. Aber wobei, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ich bin auf den nächsten Vorsprung gehüpft. So. Ich bin ja mal gespannt, wie viel Konkurrenz wir tatsächlich in der Arena haben. Es ist immer viel in dieser Arena. Ja, das sowieso. Ich habe nur nicht unbedingt Lust, mich da jetzt mit so vielen Leuten anlegen zu müssen. Also kein Bock auf Teppichklopf-Action hoch 12. Naja, wenn es sein muss, ja. Solange sie uns nicht tun, nein. So, mal gucken. Ich sehe schon den Boss runterlaufen und da sind Hordler gerade. Ja. Aber die sind schon beim vorletzten Boss. Da hinten steht auch ein Hordler. Okay. Müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Sag mal, dieses Gundrak da hinten. Was? Ja? Ist das eine Instanz? Ja. Klingt geil. Das ist eine Instanz. Warst du da noch nie drin? Nö. Also ich denke mal, mit unserem DKs werden wir alle Instanzen einmal durchmachen. Mindestens. Das werden wir machen, sobald wir Level 80 sind. Nur noch Dungeon für Dungeon für Dungeon. Weil dadurch, dass ich als Tank Q, müssten wir eigentlich relativ schnell reinkommen. Und ich brauche Tank-Erfahrung mit DK und zwar richtig viel. So, aber wie das gerade aussieht, müssen wir hier ein bisschen warten. Ich muss tatsächlich sagen, es sieht eher so aus, als wären hier auch einige, die nur darauf aus sind, anderen Leuten aufs Maul zu geben. Naja, hoffen wir mal. Im schlimmsten Fall warten wir jetzt eine Weile und die Folge zieht sich ewig. Aber das sind wir den Zuschauern auf jeden Fall schuldig. Also ein bisschen was müssen wir die Folge schon bieten. So, jetzt sehen es die Zuschauer auch mal. Ich habe es ein paar Linien schon davor gesehen. Hier schwirrt einiges rum, was mir nicht so gefällt. Naja, gut, abwarten. Was ich vor allem nicht mag, ist, wenn irgendwo Hunter rumstehen, ne? So wie da hinten der Hunter. Weil der könnte uns ja eigentlich easy, zumindest unsere Lowbobs easy killen. Finde ich ein bisschen nervig. Aber gut, sehen wir dann. Das wäre safe nicht nett. Nö. Das wäre es nicht. So. Ja, der hat dieses, der hat Deathbringer's Will, so der Homie da unten. Ja. Ah, guck mal, jetzt ist hier noch ein anderer PvP-Charakter. Ja, aber sieht so aus, als wenn er sich porten würde. Der macht ein Portal da unten, glaube ich. Ja, der Mage auf jeden Fall. Der hat geiles Equipment, ich glaube, der hat volle Equipment. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sollen wir es mal wagen?
Warte mal. Ich kann noch keine Quest abgeben hier. Also sind noch welche dran? Ja, sind noch welche dran. Auch geil, als Tank Paladin Deathbringers Will. Interessant. Der Trainer-Schaman ist aber schon lustig drauf, was er gemacht hat. Bist du da gerade angegriffen? Ne, der Schamane wird angegriffen. Der hat gerade die Jägerin umgebrezelt. Ich sehe es und jetzt kämpft der DK gegen den. Soll ich helfen? Der Trainer-Schaman ist fast bei 6k Gearscore und der... Ja, der DK ist auch nicht schlecht. Ja. Aber das müsste der Schamane, müsste es eigentlich schaffen. Ja, easy. Oh, tschüss, hast du es gerade gesehen, Mann? Ja, aber der hat sich geheilt. Und der Schurke da unten klatscht den Paladin, aber jetzt ist der Schurke... Alter, verboah! Den hat er umgebrezelt, tja. Alter, auf eine richtig fiese Art. Ja. Zwei Elektro vom allerfeinsten. Hast du gesehen, abgeben? Was dem sein Ding gebracht hat hier? So, also. Hast du Quest abgegeben, die Main Quest? Ja, und ich nehme die andere an. Dann nehmen wir die neue an. So. Und dann schön hochfliegen, sonst killt uns der Typ. Noch höher, komm zu mir. Beziehungsweise, warte, so hoch dürfen wir nicht. Wir müssen ja in der Arena. Also hier irgendwo, damit wir das noch abkriegen. Alter, war krass. Aber Schamanen sind übel, also. Aber Alter. Aber das war PvE gewinnt, gegen PvE. Aber es war ja richtig krass, Mann. Ja. Dem sein, was war das nochmal? Lava, nee, Magma-Gedöns da. Lava Burst. Dem sein Lava Burst, Alter, hat dem halb der Leben weggeklatscht. Und ja, ja, nach dem Kettenblitzschlag war aus. So, ja, nach dem Kettenblitzschlag war aus bei dem. Das war so klatsch, bumm, tot. Ja, ja, immer so. So. Kannst du die Quest abgeben? Nee. Haben wir es nicht gekriegt, oder was? Nee, haben wir nicht bekommen. Ja, dann waren wir nicht nah genug dran. Shit. Ich brech ab und mach nochmal neu, okay? Ja, mach das mal. Ich muss auch danach brechen, ne? Nee, musst du nicht. Du hast die Quest ja noch. Aber du musst hier runterkommen in Reichweite. Ich will dir nicht töten. Ja, der gehört uns aber nicht, den du gerade angreifst. Doch? Ach den lol. Ich weiß, wieso wir den nicht kriegen. Wir sind ja nicht mit der Gruppe. Deswegen haben wir den auch vorhin nicht gekriegt. Denk gerade schon. Ja, jetzt müssen wir es kriegen. Ja, haben wir. Aber warte, noch nicht die neue Quest annehmen. Aber abgeben kannst du schon mal. Quest abgeben. Bist du soweit für die zweite Quest? Ja, das kann ich ja nehmen. Ich nehme an, oh, und du klickst einfach auf OK. Ja, machen wir so. Ja. Und wenn du siehst, dass irgendjemand kommt, der Bock auf PvP mit mir hat, dann sag Bescheid, okay? Yeah, der Stinkebart. Ja, stimmt. Wie geil ist einfach Vevent, wenn so ein Enhanced war, so ein, der so zwei extra hält. In der Größe ungefähr mit den gleichen Effekten. Es gibt ähnliche Äxte tatsächlich. Aber der Ele, Alter, der war echt krass gerade eben. Das war schon abgefahren, wie der den auseinandergenommen hat. So, ich nehme die neue Quest an. Doch nicht viel länger warten. Das ist gut. Hatte schon Sorgen, wir müssen lange warten, bis wir hier in der Arena mal freien Platz haben, aber nö. Also muss mal aufpassen, wir könnten am Ende ein bisschen rumgeschubbt werden. Nee, doch nicht. So. Hat nicht gezählt? Warum hat das nicht gezählt? Hat nicht gezählt. Ist einmal siegreich. Ja, aber hat nicht gezählt. Warte, ich nehme nochmal an.
Ja, toll. Der gehört uns doch jetzt nicht Ja, mehr, ne? eben. Sein Penner. Ja, und dann greift, ich krieg vor allem Schaden ab. Ja, das ist der Elementar. Ja, es war sein Fehler. Er wollte ihn eigentlich nicht anhitten, bevor wir dran sind. Ah, ich bin gleich down. So, jetzt hat. Sind wir schon bei dem Elementar oder was? Nee, das wechselt. Das kann immer einer von drei verschiedenen sein. Hey, Multiple Choice, jetzt aber. Ja, ich hoffe nur, dass der diesmal für uns zählt. Der zählt, so sieht Der er zählt. zählt. Sehr schön. So. Wusch. Nächsten annehmen. Ich gehe mal in den DPS-Gear. Und ich bezweifle, dass jetzt einer hier reinspringt und sich PvP mit uns anlegt. So. So ein bisschen interessantere Perspektiven hier bieten. So, hat es gezählt? Nee. Oder? Nee, hat nicht Nee. gezählt. No. Geil. Ich habe das Gefühl, wenn der Last Hit von einem von denen ist, zählt's nicht. Habe ich das Gefühl. Also ich flieg nochmal hier hoch, dann. Schöne Perspektive zeigen, weil der Chat will, oder der Chat. Meine Zuschauer wollen ja auch was sehen. Hey, da steht unser Haut drauf schon mal. Echt? Ich versuche jetzt vor allem den Last Hit Das ist zu eine machen. richtig coole Waffe. Hammer der geläuterten Flamme. Den kenne So, ich doch jetzt irgendwo. aber, oder? Ja. Ja. Nice. Quest beenden. Der hat aber meine Schultern. Die Schultern habe ich Fertig? auch. Abgegeben? Ja. Annehmen. Das sind die Trash-Schultern, die er hat, falls es die sind, die ich denke, die es sind. Korak, der Bluetooth-Sieger. Wie der gerade einfach Penis gesagt hat. Dem ist langweilig, glaube ich. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich den Last Hit mache mit dem. Das haben wir wieder nicht gemacht, ne? Nee. Diese Magierin, die ständig eingreift. Ja, aber das ist immer der Krieger meistens. So, nochmal. Also ihr seht, das ist gar nicht so leicht, wenn die Leute da mithelfen wollen. Immer noch nicht. Schon wieder nicht. Komisch, komisch, komisch. Ich lade den jetzt einfach mal ein. Dann passiert da schon nichts. Wenn die beiden schon helfen.
Wenn jetzt der Mage wieder den Vieh, das Viech killt in den letzten Momenten, Alter. Hm. Nein, wieder der Mage, oder? Naja. Nee, got it? Fragezeichen. Der hat mal ein richtig riesiges Schwert, was er da. Ja, ja, Armageddon ist das. Klingt nach einem sehr brauchbaren Schwert. Ja, ist auch ganz cool. Ah, schon wieder, guck mal. Nein, Mage, nein! Nicht Mage! Jetzt aber. Ja. Halleluja. So, fertig? Ja. Oh, der Mage, der macht mir immer, der macht mich kirre, ey. Yeah. Hat's gezählt? Jawohl. Ja. Yeah. Nice. Und eine schicke Waffe auch noch gekriegt. Ja, welche von denen nimmst du? Die Axt wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Wobei die andere hat deutlich bessere Beweglichkeit. Ja, aber brauchst du ja nicht. Ja, right. Beweglichkeit. So, jetzt. So, ich bin jetzt Level 77 und du? Ja, auf dem besten Weg dahin. Wie viel fehlt dir noch? Hälfte ungefähr. Hälfte ungefähr. Also questen wir jetzt hier noch so lange, bis du 77 bist, sehe ich das richtig? Ein bisschen mehr als die Hälfte, ja. Du hast ein bisschen mehr als die Hälfte gerade. Also ich brauche ein bisschen mehr als die Hälfte, so machen wir's. Okay. Okay, okay, okay. Und sicher, dass wir hier questen sollen? Weiß ich nicht. Also ich kenne hier noch zwei Elite-Quests, glaube ich. Die können wir auf jeden Fall noch versuchen. So, der Lädle. Endspurt, hä? Ja, Mann. Ja, wobei Endspurt ist erst ab 78. Die letzten zwei Level. Also warte, wir müssen ja hier zu dem Lager erstmal. Du kennst die Quest, die habe ich mit dir bestimmt schon mal gemacht. Wo wir dieses komische Seeungeheuer töten. Ja, die hat mir nicht gefallen. Ja, weil halt immer wieder viele Leute die Quest gemacht haben. Ja, und dieses blöde Viech nicht spawnen wollte. Ja, eben. Jetzt haben wir halt vielleicht Glück und dann geht das ganz fix. Vor allem hier kann man zwei Tankwaffen kriegen. Das ist so unnötig eigentlich. Trolle sind durchgedreht. Suche nach Antworten. Einfach mal die Quests annehmen. Und hier mal den ganzen Schrott verkaufen. Seelengebunden. Warte, Quests Flugmeister. Angenommen? Ja, genau, Flugmeister noch. Den natürlich immer schnappen, wenn's geht.
Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir Glück haben mit unserem Viech. Ja? Gale anfeuchten. Komm, lass uns bitte Glück haben. Ja, wir haben Glück. Ist er da? Ja. Das erste Mal, ey. Und er gehört uns. Nice. Achso, naja, warte. Kein ja, ich war im Wasser, deswegen konnte ich nicht. Auf dem Wasser, deswegen konnte er mich nicht attackieren. Das wäre jetzt was für dein Gargoyle zum Beispiel. Gib ihm. Naja, mein Gargoyle macht nichts, soll der kämpfen. Ja, jetzt macht er erst was. Der tempert nur rum, das ist echt toll. Der peilt nicht, was er angreifen soll, das ist ja richtig edel. Jetzt ist er weg. Hat ja viel gebracht. Optimal. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir den mit Levelern damals nicht geschafft haben, ne? Das war richtig scheiße damals. Der war richtig schwer. Ja. Und jetzt auf einmal der DK hier. Oh, kein Problem. Also ich freue mich richtig drauf, jetzt mit 80 das Gear anzulegen und dann zu gucken, was der so rauszimmert. Und wie gut der so Aggro halten kann. So, da haben wir die Flosse. Ah, oh, perfekt. Komm, spring einmal. Das haben wir ja zum Glück als Todesritter. Ja. Komm, stopp, hier links. Müssen wir noch was abgeben. Petzen? Ja. Guck mal, siehst du denn dieses Feuer? Wirkt dir irgendwas eigenartig an diesem Feuer? Nee. Schau dir die Umgebung mal an. Leichen. Das war leicht, das war ohne Ende. Echt? Ja, wenn du mal hinguckst, das hinterlasse ich doch immer. Ja, aber ich glaube, das hier sind einfach nur abgefackelte. Ja, guck mal hier, dann machen wir die Quest auch noch mit. Wenn wir schon gleich hier sind. Was ist denn das für ein Mistvieh? Keine Ahnung, irgendein krasses Mistvieh. Ich hoffe, das Viech ist humanoid, ich brauch mal. Brauch mal ein Päbel wieder. Ey, was für ein Scheiß. So, hier, ich habe einen Amboss gefunden, aber heide, nein, ich habe die ganze Zeit die Zeit vergessen. Schon wieder eine halbe Stunde Folge. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bald geht's Richtung Endspurt. Macht's gut, haut rein, ciao. Dionysaka, euer Akinon.